Hallo und willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie dabei sind. Das haben wir heute für Sie in der Sendung. Wir schalten gleich zum Pokalspiel Wien Wiesbaden gegen RB Leipzig. Es darf geschmunzelt und gelacht werden bei einer Ausstellung zum 100. Geburtstag von Loriot. Und wir werfen zuerst einen Blick auf einen Beruf, der gar nicht so bekannt ist, aber für viele wirklich lebensnotwendig. Heilerziehungspfleger, Sie helfen Menschen mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen. Die Hürden für den Berufseinstieg sind hoch und wie in anderen sozialen Berufen ist auch hier der Fachkräftemangel ein großes Problem. Heute haben die Heilerziehungspfleger in Wiesbaden Alarm geschlagen. Sie fordern mehr Unterstützung von der Landespolitik. Hallo Carsten. Ich muss dich einmal zu mir drehen. Vor einem Jahr hat Heilerziehungspflegerin Melanie Ruppert ihre Ausbildung beendet. In einer Wohngruppe in Mühltal betreut sie mit ihren Kollegen 12 Bewohner. Ihre Aufgabe, Menschen wie Carsten im Alltag unterstützen. So Carsten, es gibt einmal Traubensaft. Hilfe beim Essen, bei der Körperpflege, aber auch wenn es um die Gesundheit geht. Ja, er hat Vorläufer von einer Epilepsie. Das lernen wir auch unter anderem in der Schule, indem wir auch Schulfächer haben wie Neurologie oder auch andere Krankheitslehren. Und damit wir auch einfach wissen, was da auch im Körper so vor sich geht. Wir gehen da lang. Andi ist schon fast sein ganzes Leben in der Wohngruppe Wichernstraße. Heute steht für ihn und Carsten ein Spaziergang an. Anfängliche Berührungsängste hatte sie schon, erzählt die Pflegerin. Doch Vertrauen und eine enge Bindung seien selbstverständlich im Job. Also ich hatte jetzt auch während meiner Zeit in der Wichernstraße auch schon 2 Todesfälle, auch, wo Klienten dann auch verstorben sind. Und das geht schon sehr nah, aber es ist auf der anderen Seite auch ein total schönes Gefühl, auch den Menschen auch bis zum Ende auch begleiten zu dürfen und zu wissen, dass man wirklich alles getan hat, damit er oder sie auch ein schönes Leben auch hatte. Ja. Doch auch die Heilerziehungspflege leidet unter dem Fachkräftemangel. Deshalb protestiert Melanie Ruppert gemeinsam mit hessischen Kollegen vor der Staatskanzlei und will Druck auf die Landesregierung machen. Ein Vorwurf: In Hessen sei die schulische Fachausbildung mit bis zu 6 Jahren deutlich länger als in anderen Bundesländern. Das mache den Job unattraktiv. Das ist Schichtdienst, das ist Wochenenddienst und ist schlecht bezahlt und da merken wir, dass wir gewisse Versorgungen einfach bald nicht mehr sicherstellen können. Und dann ist die Frage, was passiert mit diesen Menschen, wenn wir das nicht mehr leisten können? Niedrigere Hürden für den Berufseinstieg und eine bessere Bezahlung lauten die Forderungen. Das zuständige Kultusministerium schreibt auf HR-Anfrage, für die Bezahlung seien die Arbeitgeber verantwortlich. Weiter heißt es: Hessen bietet sehr unterschiedliche Möglichkeiten der beruflichen Qualifikation, die auch deutlich unter den beanstandeten 6 Jahren liegen. Heilerziehungspflegerin Melanie Ruppert wünscht sich ohnehin nicht nur Unterstützung von der Politik, auch jeder Einzelne könne etwas beitragen. Da kriegt man oftmals auch unschöne Blicke zugeworfen oder man wird auch teilweise behandelt, als wird einem der rote Teppich ausgerollt. Ich glaube, wir würden uns alle wünschen, dass wir einfach normaler behandelt werden würden. Denn das sei auch der Zweck ihres Berufs. Menschen wie Carsten, Andi oder Astrid hier ein ganz normales Leben ermöglichen. Seit einem Jahr soll es geplant gewesen sein. Heute hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser wieder ernst gemacht im Kampf gegen Rechtsextreme. Die Nachrichten mit Martin Wirsing. Erst vergangene Woche kam das Verbot der Neonazi-Organisation Hammerskins. Heute wurde die rassistisch-völkische Vereinigung Artgemeinschaft aufgelöst. Bundesweit wurden dafür Wohnungen durchsucht, auch 3 in Hessen. Gleichzeitig in 12 Bundesländern wie hier in NRW starteten heute Morgen Razzien gegen führende Mitglieder des Vereins Artgemeinschaft, der als rechtsextrem und demokratiegefährdend gilt. Auch in Hessen gab es einige dieser Durchsuchungen. Unter der Leitung des Hessischen Landeskriminalamtes wurden in Hessen insgesamt 3 Wohnungen durchsucht in den Landkreisen Gießen, Limburg-Weilburg und Frankfurt. Betroffen waren 5 Personen. Bundesweit geht es um 150 Mitglieder. Auf ihren Videos werden nordische Kampflieder gesungen und dabei auch das Andenken an verstorbene Neonazis gepflegt. So auch dem mehrfach verurteilten Holocaustleugner Jürgen Rieger.
Bundesinnenministerin Faeser hat den Verein heute verboten. Das sei eine pure Neonazi-Vereinigung. Diese rechtsextremistische Gruppierung hat versucht, durch eine widerwärtige Indoktrinierung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, neue Verfassungsfeinde heranzuziehen. Kern dessen war die nationalsozialistische Rassenlehre. Auch das Vermögen des Vereins wurde eingezogen. Bei den Razzien beschlagnahmte die Polizei zudem 3 Gewehre, Munition und militärische Schutzausrüstungen. Der umstrittene Verkehrsversuch in Gießen beschäftigt weiter die Justiz. Jetzt geht es um Untreue. Wegen Anfangsverdacht ermittelt nun die Gießener Staatsanwaltschaft gegen Bürgermeister Alexander Wright von den Grünen. Dieser habe das Projekt trotz eines Gerichtsurteils nicht gestoppt, was zu höheren Kosten geführt habe. Eine entsprechende Strafanzeige sei Anfang September schriftlich eingegangen. In knapp 3 Jahren soll es in Betrieb gehen. Vor 8 Jahren, also 2015, fand der erste Spatenstich statt für das Terminal 3 am Frankfurter Flughafen. Man sei voll im Zeitplan, sagte heute Fraport-Chef Stefan Schulte bei einem Baustellenrundgang, bei dem auch unsere Kollegin Eske Hieken dabei war und sich das Gebäude einmal anschauen konnte. Noch ist es eine Baustelle, das neue Terminal 3 des Frankfurter Flughafens, aber eine schicke. 4 Milliarden Euro kostet das Ganze. Der Rohbau ist fertig. 2026 sollen hier die ersten Passagiere an- und abfliegen. Bis zu 19 Millionen pro Jahr. Und der Zeitplan steht, sagte heute der Fraport-Chef. Zum Sommerflugplan 2026 werden wir das hinbekommen. Sie haben jeden Tag immer wieder neue Herausforderungen. Das gehört selbstverständlich dazu. Aber wir haben eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Wir haben sehr gute Partner und die kriegen das hin. Noch braucht man ein bisschen Fantasie. Hier in der Abflughalle werden 2026 die Check-in-Schalter stehen. Das soll dann etwa so aussehen. Und nebenan entsteht die sogenannte Markthalle zum Einkaufen nach dem Sicherheitscheck. Also hier, wo im Moment noch die Kabel aus der Wand hängen. Wenn alles fertig ist, soll dann Terminal 2 generalsaniert werden. Ein Regio-Express musste gestern Abend in Riedstadt wegen einer gerissenen Oberleitung geräumt werden. Rund 50 Fahrgäste saßen 2 Stunden lang im Zug fest. Die Oberleitung war bei der Durchfahrt des Zuges am Bahnhof Riedstadt-Wolfskehlen abgerissen. Die Ursache ist noch unklar. Da das Starkstromkabel auf dem Zug lag, musste erst der Strom abgeschaltet werden. Dann erst konnten die Passagiere aussteigen und weitertransportiert werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Bahnhof und die Strecke waren zeitweise gesperrt. Und das war's von den Nachrichten. Weiter mit dir, Andreas. Das Amt des Ministerpräsidenten ist ihm ja in den Schoß gefallen nach der Übergabe von Volker Bouffier. Jetzt muss er sich zum ersten Mal zur Wahl stellen, Ministerpräsident Boris Rhein. Nach den aktuellen Umfragen wird er der klare Sieger sein, denn da liegt seine Partei, die CDU, mit weitem Abstand vorn. Aber es gibt noch die Möglichkeit, dass eine Ampelkoalition auf eine Mehrheit kommt. Dann wäre er als Favorit draußen. Heute ist er, nach den anderen Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien, bei uns in der Wählbar. Willkommen in der Wählbar, dem Thekentalk zur Landtagswahl. Heute dabei Boris Rhein von der CDU. Ein Achterbahnfan mit Achterbahnkarriere. Als ambitionierter Jungpolitiker gestartet, nach herber Wahlklatsche ein tiefes Polital bis zum Wiederaufstieg, diesmal ganz nach oben zum Hessenchef. Sie haben mich überrascht, dass eine Ihrer Lieblingsserien Magnum ist. Ja. Über das sprechen wir jetzt mal nicht, wir bleiben mal beim Magnum. Was haben Sie sich von Magnum abgeschaut? Ich finde, Magnum ist einfach in jeder Hinsicht eine tolle Serie. Erstens sind es natürlich die Autos. Zweitens ist es der alte Higgins, Higgy Baby. Und es waren natürlich tolle Bilder. Und schon, also ich meine, Sie müssen sich das vorstellen. Es kam wirklich eine Zeit, wo junge Leute Hawaii-Hemden getragen haben. Und ganz toll. Also, es kommt. Sehr gutes Wahnsinn. Stichwort. Ich würde das Lilane bevorzugen. Dann darf ich Ihnen das kurz anreichen über den Tee. Super, ja, über den Tee, ja. Ich mache es Ihnen ein bisschen leichter, damit wir dieses Magnum-Gefühl noch. Soll ich das anziehen jetzt? Ja, bitte, gerne. Nein, um Gottes Willen, nein. Mal kurz, ich nehme den Schnurrbart, ziehe das Hawaii-Hemd. Das ist ja made in Hawaii. Ich soll das wirklich anziehen jetzt? Ja, natürlich. Ach du liebe Güte, wahrscheinlich wird jetzt jeder sagen. Aber ich habe hier so ein Mikrofon und alles an, das geht gar nicht. Einmal drüber, geht das über Sakko drüber? Ich habe schon den Magnum-Bart für Sie.
Aber es hat viel Schönes. Ist das irre. Tolles Hemd, muss ich wirklich sagen. Ja, aber das drückt doch ein Lebensgefühl aus, oder? Als nächstes Parteiprogrammpool. In jeder Billardkugel steckt eine Forderung aus einem Wahlprogramm. Nur, von welcher Partei? Schulformübergreifend, das fängt an, ein bisschen wie bei der SPD. Sollen die Themen Transformation, Finanzen rund um Mietverträge, Steuererklärung, Leben und Arbeiten in der digitalen Welt und vieles mehr zur selbstständigen Lebensführung behandelt werden? Bleiben Sie bei SPD? Na, ich muss mal kurz überlegen. Das ist FDP. Ich sag nochmal, Transformation, Mietverträge, schulformübergreifend. Die Grünen, das sind die Grünen, oder? Das ist wirklich die SPD. Ist die SPD? Also der erste Eindruck war der richtige. Ja. Ich finde das richtig, wenn man viele Dinge natürlich auch in der Schule macht. Aber was soll denn die Schule eigentlich noch alles stemmen? Also Steuererklärung, Leben und Arbeit in der digitalen Welt. Es ist wichtig, dass Kinder und dass Jugendliche das lernen, aber man muss aufpassen, dass in der Schule auch noch Deutsch und Mathe unterrichtet wird. Es gibt auch Leute, die sagen, eigentlich müssten die Schülerinnen und Schüler in der Schule auch mal lernen, wie man sich ordentlich ernährt. Ja. Sie müssten mehr Sport machen. Das ist das, was ich sage. Also man muss aufpassen, dass man die Schule nicht überfrachtet. Für vieles ist natürlich auch die Familie zuständig und vieles müssen Familien auch schultern. Aber ich finde, solche Sachen wie digitale Welt und der Umgang mit digitalen Medien, das ist heute, das gehört einfach wirklich so zum Leben dazu. Das muss man schon können, damit muss man sich auch zurechtfinden. Nun die Bierdeckelbekenntnisse, die 60 Sekunden Schnellfragerunde. Los geht's! Welche Superkraft hätten Sie gerne? Fliegen zu können. Was ist Ihr Lieblingsluxus? Auszuschlafen. Was machen Sie ständig, obwohl Sie es gar nicht können? Kann ich nicht beantworten. Was bereuen Sie? Eigentlich wenig. Glauben Sie an Aliens? Nein. Für welchen Gegenstand haben Sie Gefühle? Für mein Fahrrad. Was würden Sie an sich ändern? Was würde ich an mir ändern? Ich würde mich beispielsweise kürzer fassen. Wann ist Lügen okay? Oh, nur in Notfällen. Was sehen Sie morgens als allererstes? Eigentlich meine Frau, aber weil mein Handy mein Wecker ist, vielleicht auch mein Handy. Worüber lachen Sie? Über gute Witze. Welchen zum Beispiel? Oh, ich kann selbst überhaupt keine Witze erzählen und deswegen freue ich mich über jeden guten Witz. Zack, und Sie waren so schnell durch, da hake ich doch noch mal ein bisschen nach. Ja. Für welchen Gegenstand haben Sie Gefühle? Da haben Sie gesagt, ein Fahrrad. Wenn ich auf mein Rennrad steige, fällt alles von mir ab. Totale Entspannung. Musikalisch offenbart sich der 51-Jährige als ehemaliger Waldhornspieler, dem nicht nur Blasmusik gefällt. Herr Rhein, wir haben hier eine Jukebox. Kennen Sie sowas noch aus Ihrer Kindheit? Die Musik meiner Jugendzeit war Whitney Houston, Madonna. Ja, Sie dürfen eins aussuchen. Ja, ich würde ja gerne ein unglaublich tolles Lied. Nein, ich kann nicht singen. Wir könnten ja mal gucken, aber ich komme hier nicht auf den Titel. Wir können natürlich auch mit Frau Wellstein tanzen. Um Gottes Willen, nein. Das wollen wir Frau Wellstein nicht antun. Die einzige Frau, mit der ich tanze, ist meine Frau. Die führt mich dann. Zum Schluss der Koalitionscocktail. Welche Farb- und Parteienkombi wäre nach Boris Rheins Geschmack? Ein Dreiviertelanteil CDU. Ja. CDU, ein bisschen gelb, grün, so ungefähr so viel grün wie gelb. Und ein bisschen rot. Bisschen rot würden Sie ja, ein bisschen rot geht. Ja. Und ich soll es trinken. Ist es Alkohol oder Nein. Aber im echten Leben ist ja so eine Viererkoalition nicht sehr wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass es eine Vier-Parteien-Koalition gibt am Ende. Schauen wir mal, was der 8.10. bringt. Vielen Dank, dass Sie bei uns in der Wählbar waren. Ich bedanke mich sehr für Ihre Gastfreundschaft. Dankeschön. Die HR Wählbar mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aller 6 im Landtag vertretenen Fraktionen. Jederzeit abrufbar in der ARD-Mediathek. Körperoptimierung ist unser Schwerpunktthema diese Woche. Sportlich fit sein, das ist ja erstmal gesund. Und wenn man als Frau rank und schlank ist oder als Mann athletisch muskulös, bekommt man mindestens mal Anerkennung. So weit, so gut. Aber in der heutigen Folge geht es sozusagen um Risiken und Nebenwirkungen der Körperoptimierung. Essstörungen. Meistens sind Mädchen und junge Frauen davon betroffen.
die haben in den letzten Jahren dramatisch zugenommen. Das ist halt voll der innere Konflikt, so immer hin und her. Was ist mir jetzt wichtiger, der Körper oder meine Gesundheit? Auf die Ernährung achten ist besonders im Fitnessbereich schnell mit Kalorienzählen verbunden. Zum Tracken gibt es zahlreiche Apps, in denen man seine Mahlzeiten einträgt. Damit es schnell geht, haben viele einen integrierten Scanner. Auf Social Media finde ich außerdem gesunde Rezepte mit Kalorienangabe und Ernährungstagebücher, die mir vormachen, wie die optimale Ernährung für den optimal sportlichen Körper funktioniert. Xenia aus Darmstadt macht auch What I Eats und vloggt auf YouTube über ihren Alltag. Sie möchte allerdings ein gesünderes Verhältnis zum Essen vermitteln, weil sie selbst lange keins hatte, erzählt sie mir in ihrer WG-Küche. Ja, ist richtig gut. Cappuccino war früher auch immer so eine Sache, habe ich nicht getrunken. Was? Milch. Zu viel Milch. Milch und Milch hat Kalorien. Und schwarzer Kaffee nicht. Oh Gott. Und dann halt lieber schwarz. Xenia hatte mit 16 eine Essstörung und war süchtig nach Sport. Eine häufige Kombination. Sie wollte trainierter und dünner sein. Orientiert sich dafür an Körper, Ernährung und Workouts einer Fitness-Influencerin. Ich glaube, sie hat auch gute Pläne. Und da waren Rest Days eingeplant. Ich habe die halt nur geskippt und habe dann noch irgendwas anderes dazu gemacht. Also an sich, die Pläne, glaube ich, sind auch nicht schlecht. Und ich fand halt ihren Körper toll und dachte mir so, dann mache ich dasselbe, dann kriege ich denselben Körper. Für ihr Ziel hat Xenia sich von ihrem sozialen Umfeld distanziert, blieb oft zu Hause, aber entspannt auf der Couch sitzen war trotzdem nicht. Obwohl du dann ja auch schon wahrscheinlich Sport gemacht hast vorher, oder? Ja, Sport habe ich eigentlich jeden Tag gemacht, also und Bewegung auch. Also ich bin auch zu Fuß gegangen, Schritte sammeln, wie man so schön sagt. Hast du dich da schön gefühlt dann? Also ich habe Veränderungen gesehen und fand die auch gut. Aber ich war nie zufrieden. Also es war nie so, dass ich dachte, wow, jetzt habe ich den Körper, den ich wollte. Super. Es war immer irgendwas, hat immer mich noch gestört und ich war nie zufrieden. Und wenn ich jetzt Fotos von früher sehe, ist es wirklich krass, weil man sagt ja auch immer, man merkt es nicht, aber man merkt es wirklich nicht. Also man merkt nicht, wie dünn man wird und dass man schon Muskeln hat und definiert ist und sehr, sehr dünn, schon zu dünn ist. Man merkt es gar nicht mehr. Man denkt, nee, hier ist noch ein bisschen zu viel, hier noch ein bisschen mehr Muskeln. Und das ist wirklich krass. Also zufrieden war ich nie zu 100%. Angetrieben vom Bild eines Idealkörpers haben so viel Sport wie möglich und Kalorienzählen Xenias Leben bestimmt. Trotz Warnsignalen. Einmal bin ich in Ohnmacht gefallen. Das war halt einfach von zu wenig Essen. Oder ich habe meine Periode verloren. Das ist ja auch, wenn man dünn ist, einfach, dann liegt es daran. Also es kann auch andere Gründe haben, man kann auch irgendwelche Krankheiten haben oder so, aber wenn man einfach zu wenig Körperfett hat, dann ist der Körper nicht dazu in der Lage, ein Kind zu bekommen. Auch abseits von Diätwahn und Kalorienzählen ist das Druckgefühl, etwas ändern zu müssen, auf Plattformen wie Instagram allgegenwärtig. Was das mit uns macht, erklärt mir Katrin Döveling an der Hochschule Darmstadt. Sie forscht zu den Auswirkungen von Social Media auf unsere Emotionen. Und insofern ist das Prinzip ja nicht neu, dass wir gefallen wollen. Was aber neu ist, ist, dass durch diese Social Media Nutzung dass wir da einem unrealistischen Bild ausgesetzt werden und meinen, da gefallen zu müssen. Und wir haben viele Menschen, viele junge Frauen vor allen Dingen, haben verlernt, sich mal anzunehmen, auch wie sie sind. Die Zahl der Essstörungen bei Mädchen ist in Hessen seit 2019 um 57% gestiegen. Solche Erkrankungen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein, sind in der Psychotherapie nicht neu. Es wird eigentlich erstmal immer wirklich ganz klassisch, die Symptome werden halt dann vorgestellt. Und dann zeigt sich aber im Laufe der Therapie, dass vielleicht Social Media doch auch eine Rolle spielt, hat dann auch, ja, dass da verzerrte Bilder halt dann im Kopf halt dann sind. Und dass man halt dann sich mal die Zeit dafür nehmen sollte und mal schauen sollte, okay, wem folgt mein Patient eigentlich, ja?
Auch Xenia hat ihren Instagram-Feed radikal ausgemistet. Sie will eine gesunde Beziehung zu ihrem Körper und zum Sport haben. Du hast kein Fitnessarmband, ne? Hattest du mal eins? Ja, aber ja, kann halt auch schnell zum Zwang werden. Ja, also es war wirklich 9.679 Schritte und dann bin ich in der Wohnung auf und ab gelaufen, bis dann 10.000 war. Xenias Lösung? Von jetzt auf gleich Sportpause und alles essen, worauf sie Lust hat. Ich habe mir oft gedacht, ist das jetzt das Richtige, was ich mache? Vor allem, weil man ja von überall hört, ist es nicht das Richtige, einfach so viele Süßigkeiten zu essen und keinen Sport ist ja sowieso nicht gut. Aber ich habe mir einfach das Mindset gesetzt, ich ziehe das jetzt durch. Xenia hat ihre Periode zurückbekommen, geht wieder mit Freundinnen essen und versucht auf ihren Social-Media-Kanälen eine gesunde Balance zu vermitteln. Wie schwer das für Influencerinnen sein kann, darum geht's in der nächsten Folge. Heute Abend gibt es eine große Fußballparty in Wiesbaden. Wien Wiesbaden, der Zweitligist, empfängt im DFB-Pokal RB Leipzig den amtierenden Pokalsieger. Vor 10 Jahren, da haben die Wiesbadener schon mal gewonnen gegen die Leipziger. Da haben aber beide noch in der dritten Liga gespielt. Unser Kollege Markus Philipp ist da. Markus, wie ist die Stimmung kurz vorm Spiel? Ja, also so langsam füllt sich das Stadion und wenn du gerade schon den Vergleich ansprichst, damals in der dritten Liga, da waren hier 4.200 Zuschauer in diesem Stadion. Heute sind es dreimal so viel, das ist ausverkauft heute Abend. Es wird also eine Bombenstimmung sein hier heute Abend, mit Sicherheit. Und einer, der vor 10 Jahren dabei war als Spieler und heute in neuer Funktion als Vertriebsleiter beim SVW, steht bei mir Alf Minzel. Alf, wenn man sich das jetzt hier so anschaut, so langsam kommen die Leute rein und dann ja wahrscheinlich eines der größten Spiele in der Historie vom SVW in Wiesbaden. Wären Sie dann gerne heute nochmal Spieler? Ach ja, das sind schon so diese Art von Spiele, die man als Spieler natürlich auch total gern gehabt hat. Flutlicht, sehr, sehr guter Gegner, wo man eigentlich nur gewinnen kann. Aber wie schon gesagt, das ist 10 Jahre her, von daher, ich bin schon über den Berg, dass ich jetzt nochmal hier auf dem Platz stehen möchte. Aber der Puls geht mit Sicherheit dann während des Spiels spätestens nochmal richtig hoch. Sie haben es schon gesagt, also natürlich ist das irgendwie die Underdog-Position heute beim SVW in Wiesbaden. Aber wie kann man denn Leipzig ärgern und vor allem, was soll am Ende heute rauskommen, außer einem Sieg? Wahrscheinlich nichts anderes, ne? Ja gut, wir werden heute einen Gewinner haben, das ist der Unterschied zur Liga. Ich meine, klar, wir müssen natürlich einen außergewöhnlich guten Tag erwischen, Leipzig vielleicht nicht den besten, aber ich wünsche mir vor allen Dingen erstmal ein super Spiel in total geiler Atmosphäre. Ich freue mich einfach nur auf das Spiel, von daher für uns wird es so oder so positiv sein. Ja, und es ist ja wieder Zweitliga angesagt und die Zuschauerresonanz wird immer größer. Also der SVW in Wiesbaden entwickelt sich langsam hier im Rhein-Main-Gebiet, trotz der großen Konkurrenz aus Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, ja schon auch zu einer Marke wieder, ne? Ja, ich glaube, uns hat das Relegationsspiel natürlich sehr geholfen. Die Aufmerksamkeit, die medial natürlich auch da war, durch das besondere Spiel und auch durch die Arminia Bielefeld-Fans, was natürlich dann danach in den Medien nochmal komplett rum... Die Ausschreitung damals, ne? Absolut, absolut. Aber wie gesagt, wir haben da auch einen wahnsinnig begeisternden Fußball gespielt und haben es ja zumindest die ersten Spiele auch in die zweite Liga gerettet. So, dann sind wir gespannt, wie das heute ausgeht. Ihnen erstmal viel Spaß dabei und ja, wir sind gespannt, was die Leipziger heute hier in Wiesbaden anrichten werden und ob sie dann tatsächlich ihrer Favoriten Rolle auch gerecht werden. Aber wir haben das ja schon oft erlebt. Und Achtung, Phrase, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ab 7:45 das Ganze im Ersten und natürlich auch morgen in der Hessenschau und bei uns im Hessenschau Sport mit dem Ergebnis. Damit zurück zu dir, Andreas. Ja, vielen Dank, Markus Philipp. Und wir drücken natürlich die Daumen. Die Ente bleibt draußen. Der Streit in der Badewanne, einer der skurrilsten und bekanntesten Sketche von Loriot. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es in der Caricatura in Frankfurt eine Loriot-Ausstellung gibt, dann sagen Sie, ach was. Genau, so ist auch der Titel. Anlass ist ein dicker, runder Geburtstag des feinsinnigen Humoristen. Vico von Bülow alias Loriot. Im November wäre er 100 Jahre alt geworden. Der große Komiker war Cartoonist, Schauspieler, Dirigent, Werbegrafiker, Stimmenimitator und. So vielfältig seine Talente, so unzählig seine Klassiker. Der kleine Nudel, der Kosakenzipfel. Mein erster, an den ich mich erinnere, ist das schiefhängende Bild. Absolut. Herren im Bad. Die Herren im Bad. Hier einzelne Folien des Trickfilms aus dem Jahr 1978. Skurril, witzig, zeitlos.
Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente. Der Industrielle, der Intellektuelle, solche Gegensatzpaare werden heute eigentlich in der Komik nicht mehr so aufgebaut, weil das dann schon ein bisschen sehr in die Zeit gebunden wirkt. Aber andere Sachen, wie die Ente bleibt draußen als geflügeltes Wort, die hat es halt auch geschafft für immer in unser Gedächtnis zu bleiben. Ich selbst habe eine Badeente, nur aus dem Grund, weil es einen Loriot-Sketch dazu gibt, sonst hätte ich keinen Wert auf eine Ente gelegt. Früh fängt der junge Künstler mit dem Zeichnen an. Im Krieg entstehen diese Porträts. 1944 ist das. Von einer Karriere als Cartoonist ist da noch lange nichts zu ahnen. Doch nach dem Krieg studiert er Kunst, verkauft erste Karikaturen an Illustrierte und das mit Erfolg. Manche allerdings kamen bei den Lesern zunächst gar nicht so gut an, wie die Hundewitze etwa. Ja, es hat Beschwerden gegeben von Lesern. Die Serie Auf den Hund gekommen ist im Stern erschienen. Und die Leser fanden das überhaupt nicht gut, dass der Mensch jetzt in der Rolle des Hundes ist und der Hund in der Rolle des Menschen. Sie sahen damit die Schöpfungsordnung auf den Kopf gestellt. Und es gab sehr viele Leserbriefe. Und daraufhin hat Stern-Herausgeber Henry Nannen dann Loriot erstmal gekündigt. Doch natürlich ging es weiter mit solchen Fotokollagen etwa, mit bekannten Personen der Zeitgeschichte, egal ob mit der Queen, Uwe Seeler oder Franz Josef Strauß. Und dann war da auch noch der Elefant Wumm, eine Figur, die für eine ZDF-Unterhaltungssendung entstanden ist. Und am Anfang war das ja noch namenlos, also ein namenloser Hund, aber der dann relativ schnell sehr beliebt wurde und dann gab es ja einen Wettbewerb und dann haben sie und die Zuschauer aufgerufen, einen Namen zu finden und haben dann in Anlehnung an Wim Tölke haben sie den Hund Wumm genannt. Genau. Auch andere Hunde lagen Loriot am Herzen, Möpse nämlich. Die Ausstellung in der Caricatura zeigt sie fotografiert, gezeichnet oder in Bronze gegossen. Bei ihm gibt es den Ausspruch, ein Leben ohne Möpse ist möglich, aber sinnlos. Er hat die Hunde immer gehabt, um sich herum in seiner Familie. Seine bebilderte Autobiografie heißt dann auch von Möpsen und Menschen. Also sie spielen eine ganz, ganz große Rolle in seinem Leben. Ach was, die Ausstellung in der Caricatura Frankfurt ab Donnerstag bis Ende Februar. Und bei den Kollegen von Max geht es um das Thema Innenstadtsterben. Selbst auf der Zeil nimmt der Leerstand zu. Die Frage ist, wie geht's weiter? Und um 22.20 Uhr nochmal die letzte Ausgabe von der Hessenschau. Schönen Tschüss. Abend. Schönen Abend. Jetzt noch das Wetter mit Stefan Laps. Bis morgen. Ja, ja. Ja.